Ja, Freunde der Sonne, so macht man das nämlich hier, wenn man alleine ist. Wenn man alleine ist und Fokus einstellen muss, ja, da muss man ein bisschen basteln. Ich hoffe, ich bin jetzt scharf, also noch schärfer als normal. Ja, flache Witze müssen auch mal sein, auch in so einer schwierigen Situation. Letzte Video aus Erkelenz. Es ist eine richtig, richtig beschissene Situation. Es ist mega traurig und einfach auch richtig verrückt. Tut weh. Ja, also eigentlich war ja der Plan, nicht unser Plan, sondern der des Insolvenzverwalters, dass wir bis Ende Mai ganz normal arbeiten und dann die Insolvenz eröffnet wird. Das wurde jetzt alles geändert. Ende April wurde jetzt gesagt, also irgendwie so hier, morgen ist Feierabend. Deswegen ist das alles so ein bisschen holter die Polter gekommen und deswegen wurde dann jetzt auch vorletzten Sonntag der Online-Shop vom Netz genommen und so weiter, weil irgendwann muss man ja das Ganze Thema eben leider beenden. Und das wurde eben gemacht. Die Mitarbeiter wurden aber vernünftig gekündigt. Das heißt also mit der vernünftigen Kündigungsfrist, in dem Fall dann 31.05. Die bekommen auch bis dahin ganz normal ihr volles Gehalt. Und ja, die Azubis sind auch vernünftig gekündigt worden. Die Azubis konnte ich größtenteils unterbringen. Ich habe auch versucht, Mitarbeiter zu vermitteln. Habe da, ja, so gut es geht, eben meine Kontakte genutzt und wenigstens Gespräche vermittelt. Wenn es dann nicht passt, dann ist das eben so. Oder wenn Leute vielleicht auch was anderes vorhaben. Ich weiß, ein guter Mechaniker von uns, der geht jetzt zur Meisterschule. Ein anderer macht sich selbstständig. Die Irina, die die Folien bei uns geklebt hat zum Beispiel, macht sich auch selbstständig. Denen geht soweit allen gut. Das war uns, dem Dirk und mir, einfach sehr wichtig, dass das alles klappt und funktioniert. Der Herr Brehm von der Rechtsanwaltskanzlei Pluter, unser Insolvenzverwalter, der hat da auch Vollgas gegeben. Die Leute haben alle vernünftig und sehr schnell ihr Gehalt bekommen. Das heißt, die ganzen Abläufe und so, das ist alles sehr kompliziert. Mit den Details will ich euch gar nicht nerven, aber es gibt ein sogenanntes Insolvenzausfallgeld und sobald die Insolvenz eröffnet wird, zahlt dann der Insolvenzverwalter das Gehalt weiter, beziehungsweise teilt sich das mit dem Arbeitsamt und da gibt es natürlich deutschlandlike extrem viel Papierkrieg. Das hat alles der Herr Brehm und seine Crew gemanagt und hat das auch gut und sehr, sehr schnell gemacht. Also da können wirklich alle Mitarbeiter sehr zufrieden sein. Man beschäftigt sich ja jetzt mit dem Thema und spricht auch mit anderen Leuten, die vielleicht schon mal eine Insolvenz durchgemacht haben und informiert sich auch mit Fachanwälten und so weiter. Ist man natürlich da im Gespräch, um einfach Informationen zu bekommen. Auch was das angeht, muss ich sagen, können wir wirklich sehr zufrieden sein. Da hat die Kanzlei Pluter wirklich Vollgas gegeben und das ist soweit in Ordnung. Dann haben ja schon einige gesehen, da wurde ja auch schon viel spekuliert auf Facebook und Instagram, dass ich eine neue GmbH gegründet habe. Das ist richtig, habe ich gemacht. Aber das war es dann auch. Es ist einfach nur eine GmbH, die gegründet wurde. Es wurde kein Büro angemietet, es wurde keine Halle angemietet, es wurden keine Leute eingestellt, gar nichts. Es ist einfach nur eine GmbH, die gegründet wurde. In diesen Corona-Zeiten habe ich auch einfach ein bisschen Angst gehabt, dass das monatelang dauert. Und deswegen habe ich das einfach schon mal getan. Den nicht Verwendungszweck, sondern den Gesellschaftszweck muss man ja auch sofort angeben. Und der ist natürlich ähnlich wie der von Ringpolice, beziehungsweise von der RP-Vertriebsgesellschaft, das ist klar, weil ich kann ja auch nichts anderes, ja, und würde natürlich auch gerne eben was Ähnliches weitermachen und ich denke, wir haben tolle Sachen aufgebaut, das ganze Ironforce-Thema, was wir hier auf die Beine gestellt haben, das war, glaube ich, eine tolle Geschichte, eine schöne Zeit und da, sag ich mal, diese Sachen eben euch dem Motorsport so näher zu bringen, es wäre halt schön, wenn ich da irgendeine Möglichkeit finde, das weiterzumachen. Ihr habt gesehen, ich war jetzt ja auch zweimal in der Nordschleife und auch da will ich natürlich gerne weiter aktiv sein, ich hänge unheimlich an der Nordschleife und überhaupt am ganzen Motorsport, wie ihr euch denken könnt. Und das wäre schon schön, wenn man da irgendwie weitermachen kann. Ich muss jetzt mal schauen, wie genau. Ich habe hier noch, denke ich, jede Menge zu tun und ich möchte auch ganz gerne hier einfach noch so gut es geht unterstützen, um alles vernünftig fertig machen zu können und beenden zu können. Die Halle ist neu vermietet. Hier wird ein metallverarbeitender Betrieb reingehen, das heißt also keine Autowerkstatt oder ähnliches. Wann die jetzt genau hier reingehen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall direkt nach uns. Und auch das ist natürlich einfach sehr, sehr traurig zu sehen, ja, weil das ist irgendwo ein zerbrochener Traum und das jetzt alles so abzuwickeln und so weiter, das kostet schon wirklich Nerven und Kraft. Das ist echt hart. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht so super aktiv bin auf Social Media. Ich habe zwar einen Twitch-Kanal eingerichtet, aber da noch nichts gestreamt, weil auch manchmal habe ich einfach Tage, da ist mir wirklich nicht danach und da geht es mir auch echt schlecht. Und dann gibt es natürlich Tage,
Tage, wo ich ein bisschen besser drauf bin, wo ich motiviert bin. Aber das, ja, hält sich leider auch nicht die Waage. Das ist sehr schwierig alles. Und ich schaue mal, wie es so wird. Ich kümmere mich gerade um mein Internet zu Hause. Das ist auch eine Katastrophe. Da bin ich jetzt irgendwie seit Wochen dran. Und gucken, sobald da die Leitung steht, wird alles ein bisschen einfacher. Und dann kann ich mir auch vorstellen, da ein bisschen mehr zu machen, um euch auch einfach noch ein bisschen besser updaten zu können. Was mache ich eigentlich gerade und wie geht es weiter und so weiter und so fort. Werde ich auf jeden Fall tun. Deswegen jetzt auch dieses kurze Video, euch einfach eine Information geben. Wie gesagt, Erkelenz ist zu. Hier wird es so, wie ihr es kennt, nicht weitergehen mit Iron Force und Ring Police. Wie es gesamtheitlich weitergeht, weiß ich noch nicht. Das wird sich rausstellen in den nächsten Wochen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, in 2 Wochen sage ich euch das und das und das, weil ich weiß es nicht. Man kann es aktuell noch nicht sagen. Ich gebe mir Mühe, da was hinzukriegen und ich will auch gerne eben euch erhalten bleiben und weiter diese ganzen Sachen machen, die ich vorher gemacht habe. Fahrzeugvermittlung oder auch eben Motorsport. Aber wie das genau aussieht, kann ich jetzt einfach noch nicht sagen. Und ich brauche vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, um mit dem ganzen Thema hier so ein bisschen abzuschließen. Es ist halt wirklich schwierig. Es ist immer so ein Wechselbad der Gefühle. Man sieht im Internet irgendwelchen Blödsinn, der da geschrieben wird von Leuten, die absolut überhaupt gar keine Ahnung haben. Das ist einfach so beleidigend, wo ich mir denke, was ist mit euch nicht in Ordnung? Also an der Stelle mal echter Wahnsinn. Das Problem ist vor allen Dingen an der ganzen Geschichte, es gibt 200 positive Rückmeldungen und 5, die eben nicht so positiv sind und eine, die völlige Scheiße ist. Und das überschattet halt alles. Ne? Wenn man eben gerade nicht so sicher ist und sich selber so ein bisschen zurückstellt, dann kommt das natürlich ganz anders bei einem an als sonst. Sonst wird es wahrscheinlich einfach abprallen, aber so nimmt einen das schon mit. Das ist echt schlimm. Aber da will ich auch gar nicht drüber sprechen, sondern ich will eigentlich eher darüber sprechen, wie ich mich gefreut habe, dass so viele Leute noch im Shop bestellt haben und dass ihr hinter mir steht und diese ganzen positiven Nachrichten. Ich habe gestern eine Sprachnachricht bekommen auf Instagram, da habe ich geheult. Das war schon echt krass. Also das freut mich einfach sehr und ja, eben diese Zuneigung und Unterstützung, die man da bekommt. Als wir hier gestanden haben letzte Woche und die Pakete verpackt haben und diese Fülle auch an Pakete verpackt haben, das war krass. Da haben wir ein oder andere Träne verdrückt. Einfach vor Freude, ja, weil man eben so aufgefangen wird, sage ich mal, von euch und das ist wirklich schön und gibt mir sehr, sehr viel Kraft und auch die Partner, die hinter mir stehen, ist einfach nicht selbstverständlich und ist einfach toll und schön und da freue ich mich so sehr drüber und das gibt mir halt im Moment die Kraft da. Dann gibt es halt auch eben Tage, wo auch positive kleine Dinge passieren, positive Dinge passieren. Ich darf jetzt ein kleines Projekt machen, da erzähle ich euch bald von Kleinigkeit, aber also Kleinigkeit nicht, es ist eine richtig geile Geschichte, ein schönes Auto, freue ich mich sehr drüber und ich darf mich quasi auf diesem Auto so ein bisschen verwirklichen und das ist eben, sage ich mal, die Kleinigkeit, das ist jetzt kein Riesenprojekt, kein Riesenumbau oder sowas, aber es ist einfach eine tolle Geschichte, da freue ich mich sehr drauf. Ja, das ist das, was mir im Moment Kraft gibt, solche Kleinigkeiten und ihr und ja, ich versuche eben, wie gesagt, weiterzumachen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Ich halte euch auf dem Laufenden und ja, ich bin mal gespannt, wie und wo ich meine Videos in Zukunft drehe, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich von zu Hause aus erstmal und ja, wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Sorry, muss mich ein bisschen zusammenreißen. Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt, was ich sagen kann und darf. Ist nicht so einfach. Wir haben hier nicht mehr das Sagen auf dem Schiff, ja, sondern eben der Verwalter. Und der gibt sich auch Mühe, alles so gut wie möglich hinzubekommen. Der hat das auch verstanden, dass das nicht einfach irgendwie Schrauben-Hannes ist, sondern ein Unternehmen, was ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, was sehr viele Fans und Anhänger hat und so weiter, dass man da ein bisschen anders agieren muss. Und jetzt, wie gesagt, will ich helfen noch bei der Abwicklung und dann muss man einfach schauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns mal an der Nordschleife oder bei irgendeinem Autorennen, wenn mal wieder welche stattfinden. Das hoffe ich, dass es bald mal losgeht. Und ja, wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Danke für eure Unterstützung und entschuldigt die Videoqualität. Ich mache im Moment alles selbst und muss mich da auch erstmal einfinden. Und deswegen ist das alles nicht so einfach. Der Philipp unterstützt mich aus Wien. Ich schicke immer alle Dateien zu ihm rüber. Er schneidet alles zusammen. Und ich hoffe, er wird auch jetzt noch was Schönes zusammenschneiden, dass er noch ein bisschen Emotionen, ein bisschen was Positives haben, was schöne Bilder aus der Vergangenheit und ja. Also, vielen Dank für eure Unterstützung. Danke an meine Partner, die hinter mir stehen und an meine Freunde und an alle, die ja, zu mir halten und mir Kraft geben. Also, danke, war eine geile Zeit, auch hier in Erkelenz. Danke auch nochmal an all meine Mitarbeiter. Ihr habt echt alles gegeben. Also, macht's gut. Vielen Dank. Bis bald.
Polizei hält mich an und sagt, Alter, richtig Vollgas. Ich sag, wie Vollgas? Ja, full.